Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Nachdem wir uns im letzten Video ja eine interessante verlassene Brauerei angeschaut hatten, die im Inneren leider nicht ganz so viel bereithielt wie erst erwartet, gibt es nun in dieser Folge ein Video, wo eben genau das Gegenteil der Fall war. Wir sind ja hierher gekommen und dachten, okay, es handelt sich hierbei bloß um eine verlassene Werkstatt und ein, zwei Baracken, aber nein, am Ende gab es hier deutlich mehr zu sehen als erwartet und ich würde sagen, kommt am besten einfach mit auf eine interessante Tour, die mehr bereithielt als gedacht. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und im heutigen Video zeigen wir euch den volkseigenen Bau- und Montagekombinat Chemie. Im heutigen Video geht es vor allem tief in die Strukturen der DDR-Wirtschaft bzw. den damit verbundenen volkseigenen Betrieben zurück. Und um ehrlich zu sein, es fällt einem recht schwer, dieses Ganze hin und her zu verstehen. Um es aber einfach zu gestalten, fangen wir am besten beim Urschleim an. Wie wir ja wissen, sind vor allem durch den Zweiten Weltkrieg viele Firmen verschluckt worden und heute gänzlich verschwunden. Es ist schwer, über eben solche Firmen überhaupt Eintragung im Netz zu finden, aber ob es hier auch ein Gewerbefeuer gab, ist ungewiss, allerdings denkbar. Bereits im März 1946 beschloss die KPD den Wiederaufbau der Wirtschaft, bei dem vor allem die hallischen Baubetriebe, und damit ist auch das Umland gemeint, neu aufgebaut und organisiert, die noch ungegründete DDR-Wirtschaft nach vorne führen sollte. Im November 1959 fasste das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland und die staatliche Plankommission der DDR einen Beschluss, nachdem am 1. Januar 1959 der volkseigene Bau- und Montagekombinat entstand. Leitung und Hauptsitz waren später in Halle und Magdeburg untergebracht.
Ziel war es, die bisher kreisgeleiteten volkseigenen Betriebe zusammenzufassen und direkt dem Ministerium für Bauwesen der DDR zu unterstellen. Ab dem 1. Januar 1961 fielen die Würfel erneut und man unterstellte den volkseigenen Betrieb nun den Vereinigten Volkseigenen Betrieben Industrie und Spezialbau. Merkwürdigerweise gibt es nun 3 Jahre später eine Neugründung des volkseigenen Betriebes Bau- und Montagekombinat Chemie Halle und Magdeburg am 1. Januar 1964. Hinzu kamen die bisher kreisgeleiteten Betriebsstellen Leuna 1 und 2, Magdeburg, Eisleben, Roßlau, Bitterfeld, Wittenberg, Zerbst, Zeitz, Bernburg, Köthen, Wernigerode, Querfurt und einige viele andere. Aber was hat man denn hier eigentlich gemacht? Und die Rede ist von Vorbereiten, Planen und Durchführen von Großbauten für die Chemieindustrie. Es gab auch Werke, die sich spezialisieren konnten, zum Beispiel auf Behälterbau und Silobau. Mit dem Ende der 60er Jahre gab es immer wieder Zuständigkeitsänderungen, wodurch neue volkseigene Betriebe gegründet wurden, andere wurden integriert und Aufgaben wurden an externe volkseigene Betriebe abgegeben. Alles also wie gehabt, sehr undurchsichtig und vor allem aus heutiger Sicht umständlich geregelt, damit bloß niemand aus der Reihe tanzt. Aber so war das eben damals. Parallel gründete sich 1959 ein weiteres Baukombinat,
welches nach der Wende 1990 umgewandelt als GmbH die hier gezeigte Anlage weiternutzte. 1993 ging das Unternehmen an eine türkische Firma über, die es unter altem Namen bis heute laufen lässt und das sehr erfolgreich mit Baustellen in Deutschland, Russland und dem Mittleren Osten. Vermutlich wurde die hier gezeigte Zweigstelle noch bis Ende der 90er genutzt, wobei die Kalender, die hier noch hingen, von 91 waren. Auf dem knapp 76.000 Quadratmeter großen Areal befinden sich viele Lagerhäuser und kleine Bungalows mit Büroeinheiten. Es gibt einen Chemie- bzw. Giftbad. Wir fanden einen Flammenrohrkessel und in diesem Sinne vielen Dank an Herrn Randke, der uns auf Facebook schrieb. Außerdem gab es Brennöfen und ein 2.500 Quadratmeter großes Verwaltungsgebäude, welches heute noch genutzt wird. Außerdem befindet sich im vorderen Teil der Anlage eine Werkstatt. Wir vermuten, dass man sich zuletzt auf dem Gelände mit Dächern befasst hat. Es lagen so einige Dachziegel umher und Broschüren gab es auch eine ganze Menge. Wir fanden Aushänge für Zubehör und Musterdächer und auch ein Dachmodell, wo, so vermuten wir, Auszubildende das Dachdecken lernen konnten. Ansonsten lag sehr viel umher, vor allem Unrat und alles Mögliche an Müll sowie Autoreifen. Im vorderen Teil, wo die Werkstatt war, gab es vermutlich eine Kfz-Werkstatt, die das Ganze bis Anfang der 2000er genutzt hatte. Zumindest sagt das der Aushang und auch ein Kalender, den wir dort in der Halle vorfanden. Das soll es nun an dieser Stelle von mir gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert gerne unseren Kanal und schaut, wenn ihr möchtet, gerne mal auf unseren Kanal. Dort findet ihr über 70 verschiedene Videos zu allen möglichen Rubriken innerhalb der verlassenen Orte. Ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag und wir hören uns hoffentlich und bestimmt nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.